Und damit ein ganz herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Good Old Times hier mit SimCity 4 Deluxe. Ich hoffe, es gefällt euch bislang und ich hoffe, dass wir noch schöne weitere Stunden zusammen haben. Ja, wir haben hier einige Symbole. Ich mache erstmal wieder auf Play. Wir haben hier einige Symbole rumschwirren. Ich fange mit dem an. Onkel Winnie bittet um Gefallen. Okay, ich denke mal, die Alternative ist irgendwas mit Dr. Wu. Oh ne, besondere Müllladung. Okay. Onkel Winnie hat eine Aufgabe für dich. Er will, dass du ein Paket für ihn abholst und es an der städtischen Mülldeponie loswirst, bevor die Polizei davon Wind bekommt. Mach deine Sache gut, dann redet Louis vielleicht mal mit seinen Freunden in der Müllentsorgung. Bürgermeisterbewertung minus 80. Okay, weil wenn irgendeine negative Bewertung ist, habe ich schon gemerkt, dann bekommst du irgendwas. Deshalb werde ich das jetzt mal annehmen. So, hier müssen wir aufpassen. Weil hier große LKWs rumfahren, die machen natürlich viel Schaden. Ist die Polizei hinter mir her? Ich hoffe mal nicht. So, wo müssen wir denn eigentlich hin? Okay, der Pfeil. Wir müssen wahrscheinlich der Schnellstraße folgen und dann unten irgendwo mal nach links. Ich denke, dass ich den Teil hier später auch als Autobahn bauen werde. Bin mir aber da noch nicht ganz schlüssig. Hier ist ja gar nicht. Achso, es ist nachts. Kein Wunder, ist nichts los. So, er möchte, dass ich ein Paket für ihn entsorge. Das klingt natürlich schon mal sehr interessant. Gibt es noch irgendwas, was man bei der... Weil er stand, dass er dann mit den Leuten von der Mülldeponie redet. Das heißt, wahrscheinlich wird irgendwas im Bereich Müll freigeschaltet. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob da noch irgendwas offen ist. Bin ich jetzt überfragt. Aber das werden wir dann sehen. So, wir haben grün. Ja, Polizei, kannst gern deine Sirenchen anmachen. Aber du folgst mir ja gar nicht, also was bringt's? Ich weiß gar nicht, wo sind die Mülldeponie? Ach, da oben ist sie eingekreist. So, das heißt, wir fahren eigentlich das, wo ich eigentlich geplant habe, über die... Hallo? Dann fahren wir halt hier oben lang. Aha, besondere Müllladung. Wir können jetzt eine Giftmülldeponie bauen. Gottes Willen. Ist das auch ein Geschenk? Okay, monatliche Einnahmen. Okay. Kein Problem. Was gibt's denn hier? Testfahrt. Ja, okay. Von mir aus. Gut, hier sehe ich jetzt natürlich gar nicht, ob irgendwas vor mir ist. Wo muss ich denn hin? Ach du Heilige. Komme ich da irgendwie an? Ja, ich glaube. Das ist ziemlich weit oben, also fahre ich jetzt hier mal rechts. Keine Ahnung, was man hier machen muss. Das Gute ist, ich mag so... Hallo?
Warum fährst du mir mitten rein? Okay. Wow, wir müssen natürlich ganz ans Ende, ist na klar. Na klar. Oh cool, da benutzen schon welche unsere Autobahn, das freut mich. Kassiere das Schutzgeld, okay. Ach du Heilige, wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt muss ich wieder ganz zurück. Ich glaube, da wäre eine Autobahn echt mal nützlich. Hey! Wenn Sirene ist, dann geh aus dem Weg. Bus, Achtung, da werden wir jetzt wahrscheinlich fast explodiert. Fuck! Ich muss doch da nach oben. Ah, ich kann mir vorstellen, wenn wir dieses Gift, wenn wir diese Giftmülldeponie bauen, dass es wieder irgendwas mit Dr. Wu zu tun hat. Oh je, ich habe jetzt schon Bedenken. Aus dem Weg. Hä? Hallo? Was? Oh, machen wir halt noch eine Testfahrt. Was mache ich denn? Aber die haben jetzt hier tatsächlich das Gewerbe gebaut. Krass. Hey! Der hat keinen Platz gemacht, obwohl es Polizei ist. Okay, das ist noch annehmbar. Ja, liebe Leute, so sieht's halt aus, wenn eine Schnellstraße nicht ausgebaut ist. Das ist halt typisch Deutschland. So. Ich hoffe, dass wir nicht ganz ans Ende von der Stadt fahren müssen. Wow. So, irgendwo hier rein. Genau, da wird es ja schon angezeigt. Oh, jetzt lasst es bitte in der Nähe sein. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, das sieht gut aus. Ich hatte schon mal eine Mission, da waren wirklich, also wenn, ich glaube, dass es so war, dass da drei, dass ich zu den drei Häusern nebeneinander musste. Das ist ja total random, wo ich hin muss. Aber, ja. Alter, machen wir jetzt heute nur, nur Missionsfahrten, oder? Was gibt's denn da alles? Berichte über Störung. Nein, ich möchte bauen. Bauen. So, hier möchten sie nicht bauen, weil die Attraktivität wahrscheinlich unten ist. Natürlich. So, das heißt, wir... Wir machen hier mittleres Gewerbe rein. Was gibt's denn hier? Nee, ich will nichts zerstören auf meiner Karte.
Was? Irgendwas gab mir noch. Ach ja, dem Giftmülldeponie. Die könnten wir hier ganz an den Rand setzen. Nee, halt, das war bei den Geschenken. Monatliche Einnahmen. So. Dir fehlt dann aber auch wieder der Strom. Und das Wasser natürlich auch. So, nein, möchte ich nicht. Ach, wir wollten einen Hafen bauen. Jetzt, wo es mir wieder einfällt. Hier, genau, der große. Frachtkapazität 4000 Tonnen, bringt Rohstoffe schnell zu den Fabriken und Fertigwaren zu den Märkten. Okay, leider ist dafür hier kein Platz. Ups, jetzt habe ich hier die Verbindung unterbrochen, das wollte ich natürlich nicht. So, wie groß ist denn das Teil? Oh, das muss eins weiter drunter, also das wäre hier. Ist das annehmbar oder müssen wir da weiter hochgehen für? Muss teilweise auf Land, teilweise auf Wasser platziert werden. Ja, das ist mir klar. Ah, Moment, Moment. Ich glaube, ich habe den Pfeil gesehen. Das muss in diese Richtung platziert werden. Hallo? Ich konnte doch irgendwie drehen. Wie kann ich denn drehen? Nein. Oh, wie zum Teufel kann ich denn drehen? Muss ich kurz reinlesen. Muss ich das nächste Mal, bevor ich die nächste Aufnahme beginne, muss ich das kurz mich einlesen. Ja, Gift für die Massen, das war mir schon fast klar, dass der Dr. Wuschen irgendwas hat. Okay, haben wir mal eine Mission, das ist dann halt echt die Missionsfolge heute. Oh, Giftmüll auswerfen. Oh. Dr. Wu, was hast du vor? Nein. Nee. Was zum Teufel hast du vor? Wenn da jetzt nichts Gescheites bei rauskommt, dann gehe ich nie wieder zu Dr. Wu. Ich sag's euch. Alter Schwede, was ist denn hier im Industriegebiet los? Oh nein, der will, dass ich ins Wohngebiet da unten gehe. Uh-oh. Ich habe schlechte Bedenken. LKW fährt auf der rechten Spur.
Ja, hier, auch das mit den Dead Ends. Also mit den Straßendienst nichts enden. Muss ich mir nochmal was anderes einfallen lassen, weil so. Mir gefällt's nicht. Hätte ich es lieber so, dass da halt nur mal so eine Querstraße ist, ja, so eine kleine Stadtstraße. Aber so ein Dead End, naja, sieht schon ein bisschen blöd aus. Ups, was habe ich jetzt gestriffen? Oh nein, sag mir nicht, ich muss mehrere Ziele machen. Sag mir bitte, dass eins reicht. Oh Gott. Ich muss noch zwei Häuser beschmutzen. Oh nein, meine arme Stadt. Geht es wieder weg? Ich hoffe, das geht wieder weg. Nein. Dr. Wu, du bist so hinterlistig. Ich habe jetzt das. Ja, tatsächlich. Oh nein. Ich kann nichts mehr auswerfen. Habe ich keinen mehr dabei? Ich habe kein Giftmehl mehr dabei. What the fuck? Huh. Dr. Wu Cloud Booster, ne, das haben wir ja schon. Okay, ich bin gerade etwas verwirrt. Jetzt probieren wir das nochmal. Du musst. Ja, dann sag mir doch mal bitte, wie ich drehe. Aber das sagst du mir natürlich nicht. Okay, komm, wir machen's nochmal. Ich probier's nochmal. Ich darf, glaub, zwischendrin nichts rausschmeißen. Also der hat echt nur so viel dabei, dass es wahrscheinlich für die drei Häuser reicht. Ach, ich muss ganz ans Ende, um Gottes Willen. Wer kennt denn diese alte SimCity 4? Also wer hat denn von euch früher auch SimCity 4 gespielt? Also ich muss sagen, das war damals eines meiner... Ich glaube sogar das erste Spiel, das ich richtig gespielt habe. Bin mir aber da nicht mehr ganz sicher, aber das waren... Ja, das waren lange Nächte, kann man sagen. Das waren sehr lange Nächte. Ja. Oh. Ups, sorry. Ach so, jetzt fährt er einfach ohne Trailer weiter, alles klar. Um Gottes Willen, muss ganz ans andere Ende. Oh.
Also so ein Swimmingpool hätte ich auch gern bei mir später im Haus. Halt nicht, ja, wahrscheinlich nicht direkt an der Schnellstraße, aber ich fahre, glaube ich, die Schnellstraße entlang. Das müsste eigentlich ziemlich genau auf Höhe der Schnellstraße irgendwo sein. Ja. Also, falls ihr den Titel seht, ja, wir fahren heute nur im Simulator. Naja. Vor allem, oje. Wenn ich da jetzt drei Häuser voll machen muss. Naja. Das heißt, es kann sein, ich muss wieder hochfahren zur Industrie und wieder hier runter. Oh, Dr. Wu. Du hast echt die bescheuertsten Aufträge überhaupt. Ja, natürlich, ganz am Ende. Natürlich, natürlich. Ganz am Ende, wo die Autobahn ist. Scheiße, ich muss da von hier kommen. Hehe, das ist ja eine Einbahnstraße. Oh, flupp. So, jetzt bin ich da. Oh, das sieht sehr gut aus. Lässt du mich nicht so weit fahren? Das ist ja fast schon eine Einladung. Siehst du denn, jetzt habe ich noch was drin. Wahrscheinlich, weil ich davor... Ich habe ja schon dreimal auf die Leertaste gedrückt. Vielleicht einfach... hatten wir kein Giftmehl mehr im Anhänger. Jetzt bin ich gespannt, was wir von Dr. Wu bekommen. Jetzt lehnen wir uns einfach gemütlich zurück, warten ein paar Generationen lang und schauen, wie die Dinge sich entwickeln. Wow, ich habe nichts von dir bekommen. Hallo? Okay, das wird gar nicht gewertet als Müll. So, wonach habt ihr noch Nav? Das gibt's doch nicht, Alter, oder? Ich setz jetzt gleich die Steuern hoch. Dann wollt ihr gleich nicht mehr hier wohnen. So, sehr schön. Da ist auch noch Wasser. Genau, wunderbar. So, was sagt Energie, Wasser? Okay, Wasser kommt so langsam an die Kapazitätsgrenzen. So, in der Stadt haben wir schon lang. So, danach ist auch überhaupt keine Nachfrage mehr, oder? Hightech. Hightech. Um Gottes Willen, da müsste ihr aber komplett. Naja. Werden wir dann sehen. Steuern müssen laut Sims erheblich gesenkt werden. Oh, ja, ist ja okay. Gut, auf jeden Fall
habe ich gerade gespeichert. Ich würde mich für diese Folge verabschieden. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.